zurück zu Let's Play Mountain Blade. Das ist jetzt die Folge von gestern. Leute, die öfters meinen Kanal gucken, werden merken, dass gestern keine Folgen kamen. Ich hatte gestern keine Zeit, deswegen kommen heute 4. 2 für gestern, 2 für heute. Gut, beim letzten Mal bei Mountain Blade hatten wir eine sehr geile Folge. Wir haben erstmal einen Fürstenarmee bezwungen und den Fürsten immer noch als Gefangenen. Waren danach endgültig in den Reihen der Nords und haben ein Dorf bekommen, nämlich das Dorf Jajek. Und jetzt gehen wir erstmal zu Fürst Jerlat, um ihm den Brief abzugeben. Der ist in der Burg Telrock, also quasi um die Ecke. Wie schaut's denn aus? Unsere Männer sind vollzählig, das ist sehr schön. Und hier haben wir eben noch den Fürst. Leider haben wir keinen von der Wägefürst oder gefunden. Die suchen wir quasi immer noch. Aber was soll's? Eine Schlacht zwischen Fürst Harald und Plünderern. Wir unterstützen ihn. Fürst Harald hasst uns jetzt, weil wir sein Dorf bekommen haben von König Ragnar. Der schafft seine Probleme. Und hier sieht man es auch. Zurück, Aasfresse. Dies war mein Sieg. Egal wie sehr ihr versucht, den Ruhm für euch zu stehlen. Minus 24 auf der Beziehung. Also Fürst Harald hasst uns. Die Sau. Zwei eben Gefangenen. Und die schleppen wir auch mit. Kann ich denn euch was helfen? Volan trat heute an Blutgefleckte. Darf ich euch was helfen? Momentan habe ich keine Aufgaben für euch. Sehr schade. Na schön. Dann gehen wir zu Fürst Jerlat. Hier, ihr habt unserem Fürsten König Ragnar die Treue geschworen. Das ist gut. Je mehr fähige Kämpfer wir in diesen schwierigen Zeiten gemacht haben, desto besser. Ich werde euren Fortschritt im Auge behalten. Jetzt bringen wir eine Botschaft für König Ragnar. Kann ich für euch was tun? Ah nein, der will nochmal Krieg mit den Rodoks, aber da wir eh mit Svadian und Vegis im Krieg stehen, würde ich das gerne lassen. Und jetzt reiten wir erstmal nach Werchek, weil ich muss immer noch die Gefangenen loswerden. Bis auf der Fürst. Den kann man gar nicht so in die Sklaverei verkaufen, der wird dann, weil wir schon mal da welche sind. Nein, die ist nur ein Reisender. Aber die Steine können wir verkaufen. Ja, wir haben auch gerade gar nicht so viel Geld, wir haben gerade knapp 500 Nagel. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Wir hatten mal viel mehr, aber wir haben uns ja auch neue Ausrüstung geholt. Einer eurer Gefangenen, Fürst Reicher von Königreich Vegis, ist entflohen. So eine Schweinerei. Das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt ist er einfach geflohen. So eine Schweinerei. Naja. Können wir ihn halt nicht mehr verkaufen. Aber seine überlebende Männer und die beiden Plünderer können auf alle Fälle verkauft werden. Und hier setzen wir auch unsere Rekrutierungsmaßnahmen fort. Fußsoldaten 9 plus 5 Nordkrieger sind 14 und bei den Bogenschützen 4, 7, 8, 9, 10, 12. Das sind jetzt auch 14. So eine Schweinerei, ist der Fürst einfach jetzt geflohen. Was soll's, besiegt haben wir ihn trotzdem. Und ja, wir sind ja auch mittlerweile recht weit, Stufe 12. Ist auch nicht schlecht. Feinde in der Nähe von Burg Alburg entdeckt. Jetzt gehen wir erstmal in die Schenke. Hier gibt es keinen, sowas Blödes. Gut, dann besuchen wir mal unser Dorf, Jajek. Das ist unser eigenes Dorf. Die Armut dieses Dorfes Jajek ist unerträglich. Dieses Dorf und das umliegende Land gehört euch. Die Bevölkerung akzeptiert uns, das ist sehr schön. Feindlich, haha, wir machen was gegen. Und wir können das Dorf verwalten und neue Sachen bauen. Allerdings kosten die recht viel. 7200 Dinare, 5400... 4.500, 8.100, 3.600.
Das heißt, im Moment können wir gar nichts bauen. Aber wir schauen mal, ob wir denen helfen können. Oh, ist ja ein geiles Ländchen hier. Cool. Schönes Dörfchen. Sehr schön. Ich will bei denen natürlich eine sehr hohe Beliebtheit haben, weil, ne, es unseres ist. Ein Viertes. Wie ist das Leben hier? Die Zeiten sind schwer, mein Herr. Wir arbeiten den ganzen Tag schwer und gehen trotzdem meistens hungrig zu Bett. Was könnt ihr mir über dieses Dorf berichten? Das ist das Dorf für Jaik, mein Herr. Unsere Siedlung und das umliegende Ländereien gehören selbstverständlich euch, ihr Fürst. Wir produzieren hauptsächlich Werkzeuge, Wolle, Felle, Leinen, Eisenmet, Butter, Brathähnchen, Äpfel, Rindfleisch, Störfleisch und Räucherfisch. Also, die produzieren aber sehr viel. Das ist unser Dorfältester. Habt ihr denn hier in der Zeit Feinde gesehen? Nein, mein Herr, wir haben dieser gegenseitig eingeladen, keinen Stallknecht mehr gesehen. Na schön, habt ihr Aufgaben? Banditen haben unsere Rinder gestohlen. Wie viele Tiere braucht ihr denn? 8. Normalerweise mache ich das ja nicht unbedingt, aber da es unser Dorf ist, sage ich mal gut. Schauen wir mal, wie jemand irgendwie richtig Ärgernis hat. Oh, ich find's ja eigentlich ganz schick. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, anscheinend nicht. Aber manchmal, wenn man mich fragt, wie ist das Leben hier, oh ja, Zombie-Braut, sagen nämlich manche, dass ihnen richtig, richtig schlecht geht, dann kann man ihnen Geld geben. Damit es ihnen dann besser geht, aber scheinbar ist es gerade nicht. Ja gut. Wir haben einen neuen Auftrag. 8 Vieh abliefern. Allerdings muss man sagen, Vieh ist meistens recht teuer, deswegen würde ich ehrlich gesagt gerne erstmal meine Gefangenen loswerden. In der Nähe von Burg Alburg wurden Feinde entdeckt. Oh ja, Fürst Asugan. Ein Kerget und hier ist Fürst Gundur. Der kennt uns auch noch nicht. Hier ist der Tratischke Blutkonflikte. Der Fürst Gundur, Versall von Königreich von Nords. Cheriabt und Fürst König Ragnar die Treue geschworen. Ich freue mich darauf, an eurer Seite gegen unsere Feinde zu kämpfen. Was gibt es Neues? Ich muss Fürst Harald einen Brief schicken. Ja, das machen wir. Schauen wir mal, wie es hier um die Burg steht. Oh nein, denen helfen wir nicht. Ja klar. Ganz bestimmt nicht. Na gut, dann reiten wir zur Burg Knuder. Also die Burg wird höchstwahrscheinlich fallen. Fürst Turia ist der neue Marschall von uns. Die Burg wird höchstwahrscheinlich fallen, weil das verdammt viele sind. In der Nähe von Burg Jeribel wurden auch Feinde gesehen. Wo ist denn die Burg Jeribel? Na, da schaue ich gleich. Also jetzt ist erstmal Sparkurs angesagt, weil ich will natürlich so schnell wie möglich mein Dorf verbessern. Das kann ich erst, wenn ich genug Geld habe. Klar. Der hat Schlüssel da nach oben. Wenn ich mich ein bisschen verschlumpft anhöre, ich kränke ein bisschen rum. Fürst Turia. Ich habe unserem Fürst König Ragnar die Treue geschworen. Kämpft hart gegen unsere Feinde, respektiert die, die euch überlegen sind. Und da gebe ich nicht. Und wir werden beste Freunde sein. Ja, klar. Habt ihr Aufgaben? Nein, wir haben schon 2 Feinde. Wir brauchen nicht einen dritten. Wir sind hier. Ganz wenig genug. Sonst hätten wir jetzt bei Fürst Harald vielleicht ein bisschen besser stehen können. Sonst ist kein Bedarf an einem Gönner. Okay.
Der hat uns nämlich ganz, ganz gar nicht lieb. Wie gesagt, wir haben schon zwei Feinde und ich werde dafür sorgen, dass wir keinen dritten haben. Weil das dämlich wäre. Gut, dann reiten wir doch mal wieder in Feindesgebiet. Ich würde erst gern die 8 Gefangenen loswerden. Dann will ich mit den Rindern gucken. Fürst Mara hier von uns wurde im Kampf besiegt, konnte aber fliehen. Sehr schön. Gefangen genommen, Nordfürsten sind so. Oh! Neue Freunde. Fürst Valishin kennen wir ja noch. Fürsten Aldera noch nicht, aber wir kämpfen nicht gegen alle. Hahaha. Ja, ich kann gern kämpfen, aber nicht gegen alle. Vergiss es. Okay, Fürst Taisa hat 54. Den könnten wir schaffen. Den machen wir jetzt. Halt! Euer Ruhm eilt euch voraus, trat euch der Befleckte. Fürst Reichtier mag auf eure Tricks hereingefallen sein, aber wenn ihr gegen mich antretet, zieht ihr einen weit gerisseneren Feind ins Auge. Das werden wir sehen. Ich habe euch in die Ecke gedrängt. Gebt auf, oder ich trample euch nieder wie einen Hund. Du hast mich in die Ecke gedrängt, du bist mir nur gefolgt. Wir werden bis zum letzten Mal kämpfen. 38 gegen 55, aber so eine Übermacht haben wir doch schon mal bezwungen. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich. Kämpf, meine Nords, kämpf euer Land. Fürst Taisa wird vor uns auf dem Boden liegen und bluten. Und da kommt er schon. Aua! Ich sagte, da kommt er schon und nicht aua, er macht mir fertig. Da ist Fürst Taisa. Bam! Fürst Taisa bewusstlos geschlagen von uns. Sehr schön. Sehr wunderbar. Und ein Level Up, Stufe 13. Auch sehr schön. Jetzt kümmern wir uns um seine Mannen. So viel zu, er hat mich in die Ecke gedrängt. Macht sie fertig, meine Norwoods. Zeigt ihnen, warum alle Welt die Norwoods fürchtet. Ich helfe euch dabei natürlich. Neue Feinde sind eingetroffen. Wir reiten ihnen entgegen. Ganz heldenhaft. Wo sind die denn? Oh Scheiße, unser Pferd sieht gar nicht gut aus und ich habe gar keine Ahnung, wo unsere Feinde sind, die angeblich eingetroffen sind. Nein, hört auf, unsere Nordrekruten zu töten. Ja, mit einer Lanze muss man umgehen können, Freundchen. Oh, da haben wir gerade einen bewusstlos geritten. Die Verstärkung ist eingetroffen, sehr schön. Die sollen sofort. Und neue Feinde auch. Ein sehr enges Kampffeld hier, scheint mir. Oh oh. Oh oh oh. Aha. Aber jetzt wissen wir, wo die neuen Feinde herkommen. Aua! Lasst das doch. Lasst den Kack doch. Kümmert euch doch mal um euren eigenen Kack. In dem Fall das Sterben. Sag mal! Nein! Oh Gott! Was war das denn? Es reicht, wenn wir mal unsere neue Axt zum Einsatz bringen. Er hätte einfach einen Schlag ab, ich glaub's ja wohl.
Jetzt haben wir den echt verfehlt. Unglaublich. Gibt's doch nicht. Ja, wir stellen uns gerade ziemlich an. Der letzte Kampf lief dann deutlich besser. Oh, Alter. Die treffen dann einen immer im letzten Moment und dann kann man nicht richtig zuschlagen. Jetzt zu den Reitern. Wenn die mal aufhören würden, mir dauernd wie ein Feigling hinter mir herzureiten und sich schlagen lassen würden. Zweikampf mit einem Reiter. Wir sind fast tot, fuck. Wir sind fast tot, wir sind fast tot. Ich will nicht fallen, ich will nicht fallen. Wo sind meine Männer? Da ist ein Mann von uns. Fuck, ich will nicht sterben. Wir sind fast tot. Also sterben sowieso nicht, aber ich will auch nicht K.O. gehen. Okay, einer hatte mal ein Pferd, aber der andere ist immer noch da. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Sick fix. Sorry, Freunde. 4 Tote, 5 Verwundete. Ein Nordjäger, ein Nordfußsoldat getötet. 2 Nordrekruten getötet. Der Gegner hat 19 verloren. 29 gegen 33. Ja, könnten wir schaffen. Das Problem ist, wir selber können nicht mehr mitkämpfen. Und da waren wir letztes Mal deutlich besser. Aber wir geben den Angriffsbefehl. 8 gegen 3, ja, so schafft man es nicht. 9 gegen 7, nein, wir rufen sie zurück und ziehen weiter. Wir ziehen uns zurück. So schafft man es natürlich nicht, wenn sie zu dämlich sind. Wir ziehen uns zurück. Ja, schade. Schade, hätten wir da jetzt mitkämpfen können, hätten wir es wahrscheinlich geschafft, aber wenn meine Männer so dämlich kämpfen, dann kann das ja nichts werden. Neun und hier haben wir 8. Was wird der jetzt? Die ganzen Fuß oder nicht? 19 Männer haben wir jetzt in der Schlacht verloren. Einmal Wendigkeit bitte. Hier einmal Einhandwaffen und 2 Handwaffen. Wohin? Jetzt haben wir 119 Stangenwaffen für einen Waffen, 118 2 Waffen, Armbrust und Werfen 55 und Bogenschießen 56. Und was erhöhen wir hier? Hier erhöhen wir mal Inventarverwaltung, dann können wir nämlich mehr plündern, weil dann unser Inventar immer besser wird und wir immer mehr dann reintun können. Also nicht unbedingt mehr plündern, aber wir kriegen halt einfach mehr Zeug. Jetzt brauchen wir ganz dringend neue Truppen. Ja, also wenn er so dämlich kämpfen wie da gerade eben, dann kann das ja nichts werden. Da mussten wir uns jetzt zurückziehen, wir hätten nämlich eiskalt verloren. Ja. Also so am finde ich unter Dorf jetzt gar nicht über Schweinfleischschuss ersetzen. Verstehe jetzt auch mal. So am finde ich jetzt unser Dorf gar nicht. Burg Uhun, das ist eine Burg im Königreich von Kergetz, wird von einem unserer Fürsten belagert. Gibt es jetzt einen? Nein, es ist ein Reisender. Gnarif. Die Burg hält sich noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Nehme ich mal an. Weil wir haben ja vorher gesehen, das waren enorm viele. Okay.
Okay, uns fehlt noch ein Mann. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hier haben wir vier. Nein, sechs, sieben, acht und zehn. Vier, acht, neun, also zehn. So, wir haben noch durchschnittliche Moral, habe ich gerade gesehen. Das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig knorke. Das könnte schon mehr sein. Uns fehlt immer noch ein Mann. Drei Männer sind verwundet. Na gut, dass er uns jetzt nicht gesehen hat. Also, da waren wir letztes Mal deutlich besser in der Schlacht. Wir haben gerade eben voll verkackt. Versuchen wir ein bisschen in die Stadt zu kommen, was wir nicht schaffen. Müssen wir aufpassen. Wir müssen deswegen aufpassen, weil wir... Dexi hat dich nicht gesehen. Weil wir nicht ganz voll Leben haben. Vier! Wie viele denn noch? Nein, ihr werdet mich nicht besiegen. So. Damit haben wir gerade vier Stadtwachen K.O. geschlagen. Und kommen durch. Gut, wir besuchen die Schenke. Ein Reisender. Schade, keiner. Ich stehe jetzt sehr gehofft, dass hier einer drin ist. So, mit der Gefangene verhökert. Gut, dann reiten wir nach Rivaschek. Rivaschek haben wir gut in Erinnerung, weil wir da schon mal ein Turnier gewonnen haben. Ich sehe aber, dass dieser Part schon fast verendet ist, schon fast beendet ist. Also von der Zeit her. Hier kommen wir rein, einfach so, hervorragend. Und hier ist ein Lösegeldvermittler. Auch sehr schön. Das kennen wir ja schon alles. Nein. Bitte. So. Und ich möchte bitte, dass du die alle nimmst. So. Dann reiten wir zurück zu den Nords, weil uns fehlt immer noch ein Mann. Oh oh. Der ist zu stark. Aber vielleicht, wenn wir noch einen Mann haben, den wir hier nicht kriegen. Für Skundur, wie sieht's aus? Habt ihr was für mich zu tun? Er muss Fürst Hader einen Brief schicken in Burg Kuchen. Von mir aus. Wir müssen sowieso nochmal rein, weil wir hier noch das mit den Rindern erledigen müssen. Was haben wir eigentlich gerade zu tun? Wir müssen die Botschaft überbringen. Immer noch die Nordveteranen ausbilden. Fußsoldaten bringen und die 8 Stück Vieh hier. So, mal wieder hier. Mir macht die durchschnittliche Moral gerade sehr Sorgen. Ich habe eigentlich immer gerne sehr gute oder eine gute Moral. Und ja, dieses Geld macht mir gerade auch Sorgen. Jetzt haben wir gerade nochmal Sold gezahlt. Okay, jetzt sind wir wieder vollzählig. Jetzt reite ich schnell zur Burg Kuren.
um dem den Brief zu geben, diesem Fürst Haider oder Haider, aber ich vermute mal Haider wird richtig beschrieben. Burg Uhun wird nicht länger belagert. Mir wäre es echt lieber, wenn unsere Burg nicht mehr belagert wird. Burg Geribir wird belagert. Ach. Die Kergits nehmen uns gerade auseinander und das ist gar nicht so schön. Also uns persönlich nicht, aber das nördliche Königreich. Ja. Oh, Seeräuber. Würde ich gerne Platt machen. Das Talking, wo Reding? Weil wir können gut Geld brauchen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Das heißt, diese Folge wird wahrscheinlich etwas länger. Was soll's? Weil ich vermute mal, 5 Minuten werden wir diese... Obwohl, wir könnten die Schlacht sogar in 5 Minuten schaffen. Und ich sehe sie bereits. Fürste. Tratok, der Blutbefleckte, reitet wieder aus. Um böse Seeräuber nicht zu treffen. Alter, komm schon. Mach mir keine Schande. Los, treffe sie. Treffe sie. Los. Geht doch. Danke. Mal wieder auf die andere Axt. Da hatten wir in der letzten Folge noch ein Schwert. Das haben wir erst letzte Folge gekauft. Kämpft tapfer, meine Freunde. Und lasst euch nicht töten. So wie diese beiden Rekruten gerade. So. Also im Moment bin ich echt beim Kämpfen schlecht. Da war ich echt beim letzten Mal deutlich besser. Wahrscheinlich bin ich die neuen Waffen einfach noch nicht gewöhnt. Komm schon, verprügelt sie. Gut gemacht. Sehr schön. Nordrekrut. Besonders Lob. 3 Tote. Und die mache ich jetzt höchstpersönlich. Das heißt, ihr bleibt hier. Wisst ihr was? Die mache ich jetzt mal zu Fuß. Ich will mal beweisen, dass ich auch zu Fuß gut kämpfen kann. Bei Flüssen ist es eben mit dem Pferd schwierig, weil dort kann das Pferd nicht galoppieren. Fürchte den Blutbefleckten, denn er wird gleich eure ganzen Leiber zum Hades befördern. Na, komm her! Komm her! Und Nummer 1! Und Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4.
Und Nummer 5. Hörst du auf meine Leute zu schießen? Und Nummer 6. Und Nummer 7. Damit ist der Beweis erbracht. Trator der Rückbefleckte ist auch auf. Auch ohne Pferde sehr, sehr tödlich. Ich glaube, die haben vorher einen von mir verwundet. Aber nicht getötet, soweit ich es gesehen habe. Ja, komm her. Euch wird's auch nicht besser gehen als euren 7 Vorgesetzten. Und damit sind auch die letzten 3 getötet worden. Und wir springen einmal in die Luft vor Freude. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ich mache das hauptsächlich deswegen, weil wir gerade so wenig Geld haben. Ich unser Geldvorrat einfach verbessern wollte. Oh, unsere 12 Nordrekruten können wir direkt aufleveln. Wir müssen zwar gerade 3 neue kaufen, aber hey. 10, 12, 5, 6, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bei einem 18. Gut. Aber ich habe schon wieder überzogen, deswegen höre ich hier mit dieser Folge auf. Das war wie gesagt die Folge von gestern. Eine heutige Mounted Blade Folge kommt auch noch. Ich überlege noch, ob ich jetzt erst Mounted Blade und Vampire von gestern mache oder erst die beiden Folgen von gestern und heute und dann die beiden jeweils anderen Folgen vom anderen Spiel. Muss ich noch mal überlegen. Schaut doch mal bei Cube92 vorbei, im Kumpel von mir. Der hat mich in seinem letzten Video auch erwähnt, deswegen mache ich das jetzt auch. Er ist erst seit kurzem auf YouTube, aber ja, also seine Videos sind nicht perfekt, muss man dazu sagen. Aber das sind meine auch nicht. Also man kann die schon sich anschauen, finde ich. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis später. Man sieht sich.